Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dead or Alive 5 Last Round, der Story-Modus. In der letzten Folge haben wir mit Bayman und Helena aufgemischt und jetzt spielen wir von Anfang an noch Hayate, seltsames Gefühl, oder seltsame Gefühle. Und ja, das ist noch von ganz Anfang an, okay. Hayate als Opfer eines weiteren Plans von Donovan. Er verlor für einige Zeit sein Gedächtnis, als er von Duatec als Forschungsobjekt für Projekt Epsilon verschleppt wurde. Als er sein Gedächtnis wiederfand wurde, führte er Ninja-Streitkräfte als 18. Anführer des Mutenshin Ninja-Clans zur Ausnutzung von Duatec. 2 Jahre sind seitdem vergangen. Hayate erhält eine Einladung von Helena, der Präsidentin des neuen gegründeten Duatec, und macht sich auf zum Freedom Survivor. Ich glaube, ich sollte vielleicht kurz was trinken. Weil meine Kehle ist ganz schön trocken. Entschuldigung für die Annehmlichkeiten. Unannehmlichkeiten. Okay, das kennen wir ja schon. Einige Wochen später. Willst du denn? Und warum streichelst du dir jedes Mal über deine Narbe? Leute verprügeln. Wir sind nicht zu zweit, ehrlich. Ich habe vor, nicht wieder alle möglichen Siege heute wegzuwerfen. Da gehen wir das auf den Nerven, ich immer im letzten Moment noch verliere. Wo ich gewinnen müsste eigentlich. Okay, ist gut. Zum Teufel, hör auf damit. Will nicht. Oh, echt? Ich krieg wieder auf Fresse im letzten Moment. Einmal ist ja gut, aber nicht jetzt wieder die ganze Zeit. Einen coolen Angriff hier auf 3 Kreis. Ah. Boah, hör auf damit. Immer die gleichen Angriffe. Ich mache zwar auch immer die gleichen Angriffe, aber ich habe keine Ahnung, was ich mache. Alter. Nein, jetzt nicht recht. Oh. Vor allem ist es ja nicht so, als würde ich da ein Haus hoch verlieren. Immer wenn ich kurz am Gewinnen bin, verliere ich noch. Gott verdammt. Oh, ich fange wieder damit an. Abgelehnt. Dann kannst du auch. Bei ihm kommt nichts. Auf damit. Ist nicht witzig. Komm schon. War schon so gut wie gewonnen. Sehr gut. Die Wand noch getroffen. Oder nur 5 Minuten gedauert, erster Kampf. Mein Kasumi. Nisa.
Na, Jane ist nur da gut auszusehen im Hintergrund. Erzählt nicht als Gegenangriff, ich habe direkt nachdem sie den Angriff gemacht hat. Ich habe irgendwie die Angewohnheit, meine Abwehr immer genau dann loszulassen, wenn der letzte Angriff kommt. Sehr gut. Buff. Für den Zeitlupeneffekt. Das war doch etwas merkwürdig. Full Motion Video. Ich mal gerne wissen, warum ihr sie so brutal abgeschlachtet habt. Kein besonderer Hund, okay. Auch gut. War sie da Klon oder was? Da wäre meine erste Vermutung gewesen. Lautloser Alarm aktiviert. Mann, ich muss dann jetzt gegen die Alpha kämpfen. Ich
Macht er da? Macht der auf einmal da? Güte. Auch eine Niederlage in einen Sieg umwandeln, ja. Ja. Kann auch eine Niederlage in Sieg umwandeln. In letzter Minute. Staunst du was? Okay. Schnell wieder Blitz. Was die neue Gibel wahre Kazumi freigeschaltet. Und warte mal, war das dann die echte Kazumi? Am Ende auf jeden Fall nicht. So, was passiert jetzt? Verstecktes Dorf. Ayane berichtete Hayabusa von der Gefahr, in denen sich Hayate befindet. Hayabusa schickt einen Boten in ein fernes Land. Ein fernes Land. Jetzt kommt die echte Kazumi da, wie? Okay. Hey, du bist doch aus Ninja Gaiden, glaube ich. Muramasa, genau. Der Typ mit der Pornomusik im Laden. Er hat immer so eine geile Musik, wenn man bei dem geshoppt hat. Aber genug davon. Ja, das ist ein Kampfspiel. Bin die wahre Kazumi, ich mache alle platt. Immer noch kein Perfekt.
heiraten. Nein, nicht schon wieder. Es passiert schon wieder. Es passiert schon wieder. Es passiert. Da echt? Diese paar Schläge. Hey. Akzeptiere ich manchmal nicht. Bams. Jawohl. Boah. Zwei Versuche, nicht schlecht. Ich sehe immer noch nicht, wie irgendwas damit zu tun hat, aber okay. Hätte wahrscheinlich auch noch erklärt. Versucht so viel zu kontern, das klappt sowieso nicht. Bams. Boah. So muss das. Was kommt jetzt? Final Boss? Ey. Okay. Oh, Hayabusa, okay. Warum nicht? Ich bin der wahre Star dieses Spiels, genau. Mein Gott, leck mich doch am. Wow. Irgendwie weniger Schaden, oder bin ich mehr wie immer nur ein? Boah, guckt euch meinen Schaden an, den ich bekomme. Boah. Wie schnell sie mich fertig macht. Okay. Was? Okay.
Puff. Komm schon, nein. Sie wird immer blauer, sehe ich gerade. Okay. Irgendwie so ein paar Faxen gemacht am Ende. Zu zweit. Ta. Du mal nochmal wechseln. Alter! Was zum... Ey! Ich hatte nicht mal eine Chance, was zu machen. Mit ihr konnte ich auch schon trainieren. Ich habe herausgefunden, sie hat viele Angriffe, die dafür sorgt, dass sie umgedreht wird. Alter, Junge! Natürlich habe ich schon wieder alles vergessen. Alter, wie lang mein roter Balken ist, ey. Gibt's doch nicht. Wie lange die mich hier kaputt hauen, ohne dass ich was machen kann. Oh. So mal, nochmal. Ich war sein. Alter. So. Wieder ein bisschen hoch ein. Alter, willst du mich... Muss aber jetzt der letzte Kampf sein, oder? Boah. Frissart. Frissart. Nein. Ich werde auch immer blauer. So, meine Güte. Ich werde mich kaputt knüppeln. Soll nicht wahr sein. Oh, den Angriff kenne ich. Kamehameha! Irgendwie so ein Windjutsu oder so ist das, ne? Ja, Nimpo heißen die Dinger, glaube ich. In den Jagdheiten. Letzter Kampf. Ist man nur mit einem Charakter? Na super, das wird aber überhaupt nicht schwer. Wenn einer sagen, warum die jetzt auch Hayabusa sind? Wenn die sich in Alpha wandeln oder was? Deswegen war Rick auch irgendwie da oder wie? Ja, toll, der Reiz gemacht. Irgendwie mache ich die viel weniger Schaden. Ja, ist das nicht? Mein Gott. Schon wieder im letzten Moment Abwehr nachgelassen.
Alter, ich hab sie doch angegriffen. Wenn ich dich abziehe, für die abziehen mit einem Schlag. Noch nicht. Boah. Die hat die Wert hat ab, deswegen klappt das nicht. Boah. Mein Gott. Da wie wenig ich nur abziehe. Ich habe eine 3-4 Trefferkombo gemacht und der hat nur so wenig abgezogen. Ich habe mich mit einem Schlag weg, Mann. Komm schon. Boah, was ist das? Einfach gut ausbrechen. Nein! Ich habe meine Abwehr nicht losgelassen dieses Mal, und trotzdem kriege ich auch Fresse. Guck mal, wie wenig ich nur abziehe, ne? Boff! Hat. Komm schon. Naja, nix. Nein! Komm. Nein! Jawohl! Buff. Schön. Boah, der Kampf war schwer. Aber ich hab's geschafft. Nach wie viel Versuchen? 3-4? Okay. Ich nehme an, das war's. Gut, ne? Ah, schön. Ich hoffe, dass lieb, wenn wir jetzt keine Copyright-Probleme geben. Mal schauen. Wenn nicht, wird es einfach nochmal neu synchronisiert. Ah, schön, gut. Ich habe zwar die meiste Zeit nicht so verstanden, was passiert ist in dem Spiel, aber es hat Spaß gemacht, dass das was zählt, ne? Weiß ich nicht. Das Problem ist mit Kampfspielen ist, ich versuche eigentlich jedes Kampfspiel irgendwie, ich versuche in jedem Kampfspiel irgendwie so ein bisschen competitive, professionell zu werden. Street Fighter, Tekken, Super Smash Brothers, Dead or Alive jetzt, Soul Calibur, alles so Kampfspiel, mit denen ich Erfahrungen gesammelt habe. Und ja, ich versuche immer so ein bisschen fortschrittlicher zu spielen, aber ich schaffe es nicht. Ich bin nicht so für Kampfspiele geeignet, aber ich würde es gerne. Ich gucke mir auch oft immer Tipps und Tricks und weil nicht Move Lists und was weiß ich an, wie man einen Charakter am besten steuert. Und man sieht ja in Street Fighter
Meine Fähigkeiten, die sind ein bisschen. Bleh. Aber naja. Hier und da mal ein Prügler ist er auch. Mal was. So, ein paar Charaktere hat man gar nicht gesehen. Ein Elefantina Bastzek. Genfu hat man, glaube ich, nicht gesehen. Momiji, Leon, Rachel, Watt, Mary Rose, New Tango, Honoka, Raido, Akira, Pai, Donovan, Pai ist nicht aus, Virtual Fighter, Pai-chan. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht. Aber egal, ich hoffe, das Spiel hat trotzdem einige gefallen, auch wenn ich jetzt nicht so den sehr guten Spieler hinterlassen habe. Und ja, vielleicht hat es ja einige überzeugt, das Spiel sich zu holen und so. Mal gucken. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wird wahrscheinlich noch hin und wieder ein paar Mal spielen, aber ja, competitive wird das, glaube ich, nichts. So wie jedes andere Kampfspiel auch. Okay. Ich warte jetzt eigentlich nur noch, bis die Credits hier ablaufen, um das Projekt zu beenden. 7 Parts haben wir jetzt, das heißt, der 7. Part wird dann, weiß nicht, nächste Woche, nachdem ich das hier aufgenommen habe, hochgeladen. Also am letzten beiden Parts sind am 27. hochgegangen, das heißt, dieser wird jetzt am, da, Virtual Fighter, stand auch da. Das heißt, dieser wird jetzt so am so 4. oder 5. ist der dann sein. Und zwar nur ein Part. Schade, aber egal. Oh ja. Und Mia macht einfach die Kamera aus. Es scheint noch weiter zu gehen. Ja, da war auch schon wieder so eine Frage. Ist diese Person, meine Schlacht endet nie. Ist diese Person die gleiche Person wie Alpha 152? Oder ist das wieder jemand anders gewesen? Das habe ich mich schon von Anfang an gefragt. So, und das war das letzte anscheinend. Ja, 71. Code der Shinobi, gut. Ja, dann war es das mit diesem Projekt. Ich hoffe, einige Leute hat das Spiel gefallen. Einige Leute hinterlassen nach diesem Projekt ein Abo, ein Like, ein Kommentar, was auch immer, damit dieser Kanal wächst und damit neue Projekte und so mitverfolgt werden können. In dem Sinne sage ich dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Projekt.